Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, den von der SPD-Fraktion gewählten Titel dieser Aktuellen Stunde finde ich richtig gut. Der lautet: Mieterinnen und Mieter wirksam schützen, Verbesserungen beim Mietpreisschutz auch in Schleswig-Holstein konsequent umsetzen. Genau das wollen wir auch und genau deshalb tun wir das auch. Uns eint das Ziel, nämlich bezahlbarer Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins und auch möglichst attraktiver Wohnraum. Auch das sollte man erwähnen. Ich hoffe, auch da herrscht Einigkeit. Uns trennt aber der Weg dahin. Und es geht in der Tat um die Mieten in Schleswig-Holstein, in den Ballungsgebieten vor allem. Es geht auch um die Immobilienpreise allgemein. Viele, die Eigentum haben, profitieren im Zweifel davon. Aber die eigenen vier Wände ist hier immer weniger Menschen erreichbar angesichts der Immobilienpreise. Auch darum muss es ja gehen. Das hängt ja miteinander zusammen. Wir wollen eben nicht nur das Problem bewundern, hilflos an Symptomen herumdoktern und Beruhigungspillen vor Wahlen verteilen. Wir wollen das Problem tatsächlich an der Wurzel packen und die Mieterinnen und Mieter wirksam vor Preissteigerungen schützen. Und meine Damen und Herren, es ist nun mal so, wie es ist. Das kann man gut schlecht finden oder schlecht. Wenn die Nachfrage in bestimmten Gebieten groß ist, dann muss man das Angebot erhöhen, damit entsprechend die Preise sich reduzieren. Da kann man mit Gesetzen rumdoktern. Am Ende ist es nur wirksam, wenn man das Angebot erhöht. Und darum muss es im Zweifel gehen. Und wir gehen deshalb aus gutem Grund einen anderen Weg als die SPD und als die aus historischen Gründen sogenannte Große Koalition in Berlin. Wir haben angesichts der niedrigen Zinsen seit einigen Jahren einen Immobilienboom in Deutschland. Wir erleben nach wie vor einen Drang in die Ballungsgebiete, also Großraum Hamburg, Kiel, Lübeck, Rendsburg, Flensburg und so weiter. Es gibt gestiegene Ansprüche an die Größe von Wohnungen und in verschiedenen Altersgruppen, also auch gerade bei Senioren, mehr Single-Haushalte als früher. Und wir haben natürlich auch Zuwanderung in Deutschland. Auch das bringt natürlich Druck auf den Wohnungsmarkt. Und ich glaube, das muss man einfach realistisch sehen und man muss politisch viel zupackender darauf reagieren, als die SPD im Bund und in der frühen Landesregierung das tut und getan hat. Uns Liberalen wird ja immer gern vorgehalten, Herr Stegner, Sie haben es, glaube ich, heute vergessen, ansonsten ist das ja ein Standardsatz in Ihrer Rede, dass gerade wir Liberale der Meinung wären, dass der Markt schon irgendwie alles regeln würde. Ich habe das ehrlich gesagt bei den Liberalen noch nie gehört, aber von Sozialdemokraten wird uns das immer gerne vorgehalten. Was in der Tat richtig ist: der Staat allein wird das Problem nicht lösen. Das muss man einfach sehen. Und die unternehmerischen Fähigkeiten der öffentlichen Hand sind ja mittlerweile legendär. Und es ist kontraproduktiv für die zügige und nachhaltige Schaffung neuen Wohnraums, wenn man die Marktmechanismen außer Kraft setzen will. Das ist noch nie gut gegangen und das wird auch niemals gut gehen. Und die Mietpreisbremse ist ja alles andere als neu. Das gab es ja schon vor vielen Jahrzehnten. Ich will jetzt nicht einordnen, wer das in Deutschland eingeführt hat und so weiter, aber sie hat noch nie am Ende zu guten Ergebnissen geführt. Sie wurde jetzt erheblich nachgeschärft, weil auch die Befürworter, auch Sie, Herr Dr. Stegner, haben das ja deutlich gesagt, erkannt haben, dass sie nicht wie gewünscht gewirkt hat. Die alte Variante wurde gerade vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Bei der neuen wird man das abwarten müssen. Das ist aus meiner Sicht aber nicht der entscheidende Punkt, ob das jetzt rechtmäßig ist oder nicht. Man muss, glaube ich, gucken, wohin führt denn dieser Weg der Regulierung, der Überregulierung in diesem Bereich. Im Bundesland Berlin wird bereits die nächste Stufe der Regulierung auf dem Wohnungsmarkt sichtbar. Dort liegt jetzt ein Entwurf für einen Mietendeckel vor, mit dem der Staat sehr enge Preiskorridore vorgeben soll. Der Markt soll in Berlin, wenn es nach der linken Stadtentwicklungssenatorin Lomscher geht, quasi komplett außer Kraft gesetzt werden. Also die Miete ist dann in Mitte im Zweifel genauso hoch, wenn das Baujahr genauso ist wie am Stadtrand. Ich weiß nicht, also wenn Frau Lomscher beispielsweise für die ganzen Bundestagsabgeordneten, die in der Innenstadt wohnen, jetzt die Mieten senken will, ist das ja vielleicht aus linker Sicht soziale Politik. Ich halte das nicht für sinnvoll. Und meine Damen und Herren, als Liberaler braucht man auch keine polemischen Sozialismusvergleiche mehr. Das ist Sozialismus. Also muss man gar nicht sagen, irgendwie, das ist völlig überdreht. Die Stadtentwicklungssenatorin Lomscher verhindert und gleichzeitig, da sehen wir das Problem, die Frau Lomscher verhindert und verzögert ein Neubauprojekt in Berlin nach dem anderen. Und es soll nur noch Mangelverwaltung stattfinden. Ich bin sehr gespannt, Herr Dr. Stegner, ob SPD und Grüne es in Berlin mitmachen werden. Die haben sich ja zurückhaltend dazu geäußert. Dadurch werden keine neuen Wohnungen geschaffen. Und sozial ist das am Ende eben nicht, weil die Wohnungssuchenden werden leer ausgehen. Und es wird für sie noch schwieriger als bisher schon. Und meine Damen und Herren, die Politik und somit auch die Landespolitik ist in der Verantwortung, die richtigen Weichen zu stellen und sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, damit deutlich mehr, damit schneller und damit auch günstiger gebaut wird. Und genau das tun wir in Schleswig-Holstein. Es wurden ja schon einige Maßnahmen genannt. Mit dem neuen Landesentwicklungsplan werden wir in vielen Kommunen mehr Neubau ermöglichen, der heute zum Teil unterbunden wird. Also viele Gemeinden in Schleswig-Holstein, wo Nachfrage besteht, dürfen keinen Wohnungsbau
mehr vorantreiben. Das ist doch völlig irre, meine Damen und Herren, wenn wir beklagen, dass es ein Riesenproblem gibt und gleichzeitig unterbinden, dass es gelöst wird. Wir entrümpeln die Landesbauordnung, um vor allem in den Städten aufzustocken und zu verdichten. Da kann man natürlich sagen, dadurch geht Lebensqualität verloren, viele Anwohner sind genervt, wenn Grünflächen verschwinden, aber trotzdem, wenn wir in Städten mehr Nachfrage haben, müssen wir dort eben auch mehr bauen. Und wir wollen Mietwucher, Herr Dr. Stegner, es gibt ja schwarze Schafe, das ist ja unbestritten, wirksam bekämpfen und werden eine entsprechende Bundesratsinitiative starten. Es gibt aber in Schleswig-Holstein vor allem viele private Kleinvermieter, die auch übrigens auf Mieterhöhungen verzichten. Obwohl die Immobilienpreise steigen, verzichten sie auf Mieterhöhungen. Das sollte man vielleicht auch mal anerkennen an dieser Stelle. Und deswegen wollen wir uns um die schwarzen Schafe kümmern und nicht die Vermieter gängeln. Und meine Damen und Herren, wir haben die Förderprogramme verbessert und stärken insbesondere den sozialen Wohnungsbau in Schleswig-Holstein, den auch die SPD so sehr vernachlässigt hat in den letzten Jahren. Und Monika Handelt hat es noch mal gesagt vor kurzem, das Land wird Flächen günstig für den Wohnungsbau abgeben. Und da muss man vielleicht auch mal gucken, was machen eigentlich viele Kommunen? Die finden das mit den gestiegenen Marktpreisen gar nicht so schlecht. Ich kann es ja auch verstehen, aber viele Kommunalpolitiker sagen, wir verkaufen unsere Baugrundstücke möglichst teuer, weil sie den kommunalen Haushalt damit verbessern wollen. Das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Trotzdem muss man sagen, viele Kommunen verkaufen die Grundstücke günstig und gerade die Städte haben es versäumt, Gebiete zu entwickeln. Und ich glaube, da muss nachgeschärft werden, meine Damen und Herren. Und zu all diesen Maßnahmen, die die Landesregierung und die Koalition ergreift, sagt die SPD entweder gar nichts oder sie ist dagegen. Und meine Damen und Herren, wir müssen noch die Investitionsbremsen lösen und nicht neue schaffen. Wir wollen übrigens als FDP auch kein Volkseigentum. Kommunale Wohnungsgesellschaften sind ja auch ihr Schlüssel irgendwie zum Erfolg bei der SPD. Wir wollen ein Volk von Eigentümern. Und wir müssen auch, das sollte an dieser Stelle auch erwähnt werden, die ländlichen Räume stärken. Das hat mit Infrastruktur zu tun, mit Kitas, Schulen, mit Verkehrsinfrastrukturen und auch mit Breitbandanschlüssen. Und meine Damen und Herren, was mich schon sehr stört, Herr Dr. Stegner, ist, dass diese Wohnungsbaudebatte auch eigentlich nicht ehrlich geführt wird. Denn leider ist es immer noch so, dass der Staat der große Kostentreiber ist beim Thema Wohnen. Durch Unterlassung, durch zu viele Auflagen, aber auch durch die Steuer- und Abgabenpolitik. Aktuell diskutieren wir über die Grundsteuer. Ich finde das Scholz-Modell kontraproduktiv. Ich glaube, das wird das Wohnen weiter verteuern, wenn das so umgesetzt wird. Da diskutieren wir munter in der Koalition drüber. Es gibt ja auch Landespolitiker, die sagen, die Grundsteuer in Schleswig-Holstein ist viel zu niedrig. Das müssen die Kommunen mal alles anheben. Das wird nicht nur die Eigentümer, auch die Mieter treffen. Und meine Damen und Herren, am interessantesten ist aber die Diskussion über die Grunderwerbsteuer. Das ist ja eine der wenigen Steuern, wo wirklich originär das Land zuständig ist. Das wurde in den letzten Jahren um sage und schreibe 80% erhöht, von 3,5% erst von CDU und FDP auf 5,0 sozusagen auf den norddeutschen Schnitt angehoben und dann von Rot-Grün-Blau auf 6,5%. Das ist mit die höchste Grunderwerbsteuer, die wir in Deutschland haben. Bayern beispielsweise 3,5% nach wie vor. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, als Liberaler kannst du mir nichts Schöneres geben als Steuersenkungsvorschläge von Monika Heinold. Wir nennen sie schon Steuersenkungsmoni, also sie hat ja vorgeschlagen, das pauschal zu senken. Ich habe erst gedacht, was ist das denn? Das, glaube ich, werden wir nicht machen. Wir werden wahrscheinlich ein Modell finden. Wir haben ja über Freibeträge auch gesprochen. Das muss der Bund uns ermöglichen. Der Kollege Petersdotter hat jetzt ein CSU-Modell vorgeschlagen. Auch das war für mich etwas überraschend im ersten Moment. CSU-Familienpolitik von Lasse Petersdotter. Aber wenn das Problem löst, dann machen wir das auch im Zweifel. Also insofern, Freibeträge wären, glaube ich, ein guter Weg für junge Familien und für andere, die sich eine Wohnung leisten. Aber es wird auch über Prämien müssen. Herr Abgeordneter Vogt, gestatten Sie eine Bemerkung des Abgeordneten Dr. Stegner? Ja. Lieber Kollege, ich finde das schön, wenn Sie die bunte Vielfalt Ihrer Koalition hier nochmal darstellen, wo Sie überall uneinig sind. Aber wenn ich mir den Kern Ihrer Rede anhöre, dann sagen Sie auf der einen Seite, Sie seien gegen öffentliches Wohneigentum und gleichzeitig wirft Ihr Kollege uns vor, wir seien nicht selbstkritisch genug, obwohl ich das erwähnt hatte. Und dann stecken Sie sich auch noch fremde Federn an den Hut, weil vorhin von der Wohngelderhöhung die Rede war, die die Koalition da kräftig vorangetrieben habe. Das ist in Berlin, wo die Gesetzgebungskompetenz gibt, auf Druck der SPD entstanden. Und das ist dann das, wofür Sie sich erloben. Das ist schon ziemlich dünn in so einer Debatte, ehrlich gesagt, wenn Sie schon sagen, Sie packen an und machen was. Insofern braucht man wirklich eine Lupe bei Ihnen, um was zu finden, was auch unmittelbar in irgendeiner Form wirkt. Ja, Herr Stegner, beim Thema dünn, inhaltlich, dann sind wir im Zweifel Brüder im Geiste, wenn Sie das so sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Wohngelderhöhung hat auch übrigens diese Koalition auch in Landtagsbeschlüssen die Wohngelderhöhung gefordert. Insofern, also schön, dass Sie mal was Gutes gemacht haben.
Und wissen Sie, ich finde das ja schön, wenn Sie sich jetzt zerknirscht hinstellen und aufzählen, was Sie in der Vergangenheit alles falsch gemacht haben. Also zumindest teilweise einräumen, was Sie falsch gemacht haben. Die Wohnung verkauft und so weiter. Und dann sagen Sie, ja, aber Sie können ja auch eigentlich gar nicht so richtig was dafür. Sie seien ja nun damals dem Zeitgeist gefolgt. Jetzt machen wir das gleiche Problem. Jetzt folgen Sie auch für dem Zeitgeist, lösen das Problem aber wieder nicht, Herr Dr. Stegner. Und dünn war Ihre Rede, weil Sie das Problem nicht anpacken. Was ist denn, und da komme ich jetzt zu, was sagt denn die SPD eigentlich zur Senkung der Grunderwerbsteuer oder zu Freibeträgen, zu Prämien und so weiter? Da hat Ihre finanzpolitische Sprecherin gesagt, das sei quasi Geldverschwendung. Was ist das denn für eine Familienpolitik? Was ist das denn für eine Politik für sozialen Aufstieg? Die muss übrigens, wenn man die eigenen vier Wände haben will, aus dem Eigenkapital kommen, die Grunderwerbsteuer. Sie haben das für alle erschwert und verteuert. Und es ist wichtig für die Vermögensbildung, für die Altersversorgung, dass man Eigentum hat. Und dass die SPD da nach wie vor den Fehler nicht einsieht, ist wirklich irre, Herr Dr. Stegner. Herr Abgeordneter, gibt das Bedürfnis nach einer weiteren Bemerkung? Ja, gut. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Kollege Vogt, ich hätte dann doch noch mal eine Frage zur Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Können Sie sich daran erinnern, dass die letzte Erhöhung der Grunderwerbsteuer Inhalt des Vertrages war, den das Land Schleswig-Holstein mit dem Stabilitätsrat geschlossen hat zur Beseitigung des Haushaltsnotstandes? Können Sie sich daran erinnern? Ja. Ja, und können Sie auch wenn daran Sie eine zweite erinnern, Frage stellen wollen, ist das möglich, aber dann müssen wir hier die Regularien wahren. Ich denke, Sie wollen eine zweite Frage stellen. Da die erste leicht zu beantworten war, nehme ich die zweite auch. Entschuldigung, Herr Präsident, ich bitte um Nachsicht. Und können Sie sich daran erinnern, Herr Kollege Vogt, dass die Vorarbeiten für diese Haushaltskonsolidierungsvorschläge in der schwarz-gelben Regierungskoalition erfolgt sind und dass wir uns alle auch einig waren, dass dieser Beitrag damals zu bringen ist an Konsolidierungsbeitrag? Ja, Frau Kollegin, ich frage mich, wohin soll jetzt Ihre Einlassung führen? Ich habe ja die Historie beleuchtet, habe auch gesagt, was Schwarz-Gelb gemacht hat, was die rot-grün-blaue Koalition gemacht hat. Aber jetzt haben wir ja neue Möglichkeiten. Bei der Grunderwerbsteuer wird durch das Thema Share Deals ein Steuerschlupfloch für Unternehmen geschlossen. Das heißt, dort gibt es sozusagen Mehreinnahmen und die können wir an andere Menschen abgeben. Das heißt, Sie wollen einfach die Mehreinnahmen einsacken, aber nichts zurückgeben. Wir haben doch eine neue Lage bei dem Thema. Wir haben uns in der Koalition darauf geeinigt, dass wir das an Menschen zurückgeben wollen. Sie wollen jetzt einfach mehr Kohle für den Staatshaushalt. Wir wollen soziale Politik betreiben. Das trennt uns von der SPD. Applaus